Herzlich willkommen zum Europa-Magazin, wie immer live hier im Ersten. Flüchten weniger Menschen nach Europa? Den Eindruck kann man haben hier in Deutschland, er täuscht aber. Viele versuchen es immer noch über das Mittelmeer. Mehr als 3000 sind in diesem Jahr dabei schon ertrunken. Und ohne den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Lebensretter wären es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Drei Spaniern, die in Griechenland Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet haben, drohen nun 10 Jahre Haft für ihren Einsatz. Unglaublich? Das Ergebnis einer Gesetzesverschärfung, mit der eigentlich Schleppern das Handwerk gelegt werden soll. Jörg Rheinländer berichtet. Ja, das ist mutig, denn das Signal an die vielen ehrenamtlichen Lebensretter ist ja sehr eindeutig. Ihr steht mit einem Bein im Knast. Betreiben Flüchtlingsretter tatsächlich das Geschäft von Schleppern? Dieser Vorwurf wird ja oft erhoben. Und danach habe ich auch Jakob Schön gefragt, der die Hilfsorganisation Jugend rettet gegründet hat. Im Frühjahr war er hier im Europa-Magazin zu Gast. Damals war er sich sicher, das Richtige zu tun. Inzwischen hat Jugend rettet tatsächlich ein Boot gekauft und ist im Mittelmeer 3-mal auf Rettungsmission gegangen. Meine Kollegin Alef Seker war mit an Bord. Ja, die Ursachen für Flucht, die sind unterschiedlich. Manchmal ist es Armut oder Perspektivlosigkeit und manchmal eben Krieg, wie bei der 9-jährigen Nagam. Ihr linkes Bein hat sie durch eine Bombe verloren in ihrem Heimatland Syrien. Inzwischen lebt sie mit ihrer Mutter in der Türkei und dort wird ihr nun geholfen, ein neues Leben ohne Krücken zu bekommen, dank Geld aus der EU. Finanzielle Hilfe, wie sie im Flüchtlingsabkommen mit der Türkei auch vorgesehen ist. Und die kommt tatsächlich an. Oliver Meyer-Rüth berichtet. Ja, so wie es aussieht, werden bis dahin leider noch viele Syrer auf der Flucht sein vor dem furchtbaren Krieg. Und nachdem die Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas gescheitert ist, stecken immer mehr von ihnen in Griechenland fest. Ausgerechnet Griechenland, das wirtschaftlich nach wie vor am Abgrund steht. Dabei wollte die linke Syriza das Land ja eigentlich retten. Reiche Räder zur Kasse bitten, die Korruption bekämpfen und die Vetternwirtschaft beenden. So das Versprechen von Syriza-Chef Tsipras im Wahlkampf. Doch daraus ist wohl nichts geworden, wie Ellen Trapp berichtet. Ein Schloss zum Schnäppchenpreis, das ist ein Traum, der in Tschechien durchaus wahr werden kann. Für Summen, die in Deutschland gerade mal so für eine Eigentumswohnung reichen, kann man dort zum Schlossbesitzer werden. Objekte gibt es reichlich, denn Tschechien ist quasi Burgen- und Schlösserweltmeister. Mehr als 4000 Adelssitze gibt es in dem kleinen Land und die Hälfte steht zum Verkauf. Aber keiner will sie haben. Zumindest kein Tscheche und das aus gutem Grund. Jürgen Osterhage war mit einer Maklerin auf Besichtigung. Mehr aus Europa auch heute Abend hier im Ersten im Weltspiegel ab 19.20 Uhr mit einer Sondersendung aus den baltischen Staaten. Unter anderem geht es um das schwierige Verhältnis zwischen Letten und Russen. Jetzt die Tagesschau. Ich danke für Ihr Interesse am Europa-Magazin. Tschüss, angenehmen Sonntag.